So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Zeit der Verheerung. Letztes Mal haben wir weitere Nebenmissionen gemacht. Jetzt machen wir noch eine Nebenmission, nämlich die in der Wüste. Und ich glaube, dann dürfte auch wieder die Hauptmission dran sein. Außer es tritt dann eine neue Nebenmission auf. Wir werden sehen. Ich denke aber nicht. Ich denke aber nicht. Ich weiß es aber auch nicht. Deswegen denke ich ja nur nicht. Weil ich es nicht weiß. So. Und Counter sagt, ich visiere immer noch nicht Gegner an, aber ich visiere doch Gegner an. Ich drücke doch, sobald ich im Bosskampf bin, drücke ich doch drauf. Du siehst 90%, dass ich Gegner anvisiere und 10%, dass ich nicht anvisiere und sagst, ich visiere nicht an. Ich bin traurig. Nein, kann ja sein, dass ich es doch nicht mache. Ich denke aber, ich mache es. Vielleicht ist es auch Einbildung. So, genau, da sind wir. Na, hier, auf Mordora, ja, das will ich tun. Das will ich machen. Wir müssen nur ganz kurz gucken, hätten wir, wenn wir jetzt Waffen gewinnen, haben wir, müssen wir Waffen. Ah, es ist schon wieder so viel. Guck mal, das ist schon wieder so viel. Aber ich habe auch jetzt nicht so viel Geld, um die loszu. Oh. Wie viele Waffen kann ich. Es ist so viel. Ich brauche mehr Waffenplatz, Mann. Können wir eigentlich mittlerweile. Aber ich habe halt nicht den Eindruck, dass das irgendwas verändert, wenn man da andere Sachen anzieht. Ne? Es sieht nur albern aus. Also das sieht halt wirklich nicht gut aus. Wir lassen Link so. Okay, ich muss mal ganz kurz zum Verbessern gehen. Ich meine, wir haben schon ein bisschen Geld. Ich kann schon ein bisschen was kombinieren. So ist es nicht. Wir können schon mal so. Ich würde gern einen Zweihänder behalten. Ist es egal, welchen, ne? Das ist auch egal. Das ist alles das gleiche. Ich würde aber immer von jeder Sorte eins gern behalten. Also eine Lanze, einen Zweihänder. Eine Axt. Ah ja, gut. Aber eine. Aber da ist der stärkere Zweihänder. Dann können die zwei raus. Und guck mal, das kostet jetzt schon 1200. Und selbst die Glückskelle richtet nicht mehr so viel aus, weil wir halt schon Stufe 12 sind mit dem Schwert. Also das ist schon crazy. Aber das kann alles weg hier. So. Ey, das kostet einfach 1500. Ja, komm, mach. Schon die ganze Zeit eine ordentliche Waffe, was willst du von mir? Da brauchen wir nichts kombinieren. Die haben alle noch ganz viel Platz. Nur Link ist immer voll. Ja, die haben alle noch Platz. So, hier wollen wir hin. Auf zum Moldora! Nee, so, aufbrechen. Los geht's. Ist das jetzt nur Moldora-Kampf oder muss ich auch mehr tun? Ich glaube, gegen Moldora haben wir noch gar nicht gekämpft, ne? Oder war in der Story mal ein Moldora-Kampf? Weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Doch, da war irgendwas. Doch, 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 da war einer. Bei dem Jiga-Abschnitt. Freilich war da einer. Bin doof. Alles gut. Da war einer. Let's go. Lad schneller. Komm schon. Du kannst das schaffen. Yes. Ah, guck mal, genau. Es geht direkt einfach los mit Visier. Ja, das ist einfach schon. Weg ist er. Hier. Ah, ich muss Eis machen. Oh boy, hat der böse gezogen. Ich muss Eis machen. Ich dachte, das andere war das Richtige. Aber Eis war das Richtige. So, hier hast du deinen Anvisieren-Counter. Ich mach das doch die ganze Zeit. Ich habe doch immer diese Boss-Anzeige. So, wann kommt Eis? Oh, jetzt Bomben. Jetzt Bomben. Vorhin waren Bomben falsch. Jetzt sind Bomben richtig. Du willst mich doch verarschen.
Hat jetzt erwischt? Das ist ein Nein. Jetzt wieder Bomben. Yes! Renn hin! Hau drauf! Jawohl, bitte Masterschwert! Zack! Weiter! Schlag ihn kaputt! Oh nein, hat sich wieder regeneriert. Zurück, zurück, zurück. Das wollte ich nicht. Sah aber cool aus. Also ich muss immer warten, bis irgendeine Schwachstelle passiert, ne? Und dann kann ich loslegen. Jetzt macht er Eis, oder? Wenn er zu mir kommt, muss ich Eis machen. Ne, jetzt macht er wieder die Bomben. Das ist wieder Bomben. Nice. Yes! Und jetzt kann ich ihm gleich richtig geben. Hier, frisst den Schmetterangriff. Zack. Naja, richtig ist was anderes. Ja, die paar Dinge, die ich hier mache, das tut halt überhaupt nicht weh. Ich muss wirklich warten, dass ich Sachen machen kann. Jetzt muss ich Eis, oder? Jawohl! Das war zu bald. Okay, aber wir haben ihn zur Hälfte schon unten. Also wenn er nur Eis und Bomben kann, dann ist das okay. Dann ist es deutlich einfacher als im Original. Ja, einfach wieder Bomben. Okay, alles klar. Ja, das ist nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Ja, easy. Nein, ich dachte, ich habe ihn in der nächsten Phase. Aber habe ich nicht. Aber langsam wird die Zeit ein bisschen knapp. Jetzt wieder Eis? Ach echt, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, es ist Eis, ne? Nee. Bomben, okay. So, jetzt aber. Hier, frisst den nächsten Schmetterangriff. Zack. Gott, da fehlt aber noch ein ganzes Stück. Da fehlt noch ein ganzes Stück. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Da fehlt noch ein ganzes Stück. Dann zählt jetzt doch jeder Millimeter. Jeder Millimeter zählt. Geus. Okay, jetzt kommt Eis. Ich muss aber warten. Jetzt. Komm her. Und jetzt drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das schaffe ich nicht mehr. Das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Jeder Millimeter zählt, jeder Millimeter zählt, jeder Millimeter zählt. Oh Gott. Uff. Uff. Okay. Er hat ja gelohnt, dass ich richtig Platz gemacht habe in meinem Arsenal. Eieiei. Junge, 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 Junge. So, neue Mission oder war es das an der Reihe? Ah, das war's. Sehr schön. Okay, so. Gut. Dann bleibt jetzt wirklich nur noch die Hauptmission. Dann würde ich aber vor der Hauptmission... Na, wobei. So viel Waffen werden wir jetzt nicht bekommen. Ich habe ja gerade das Platz gemacht, ne? Das sollte hinhauen. Hier ist alles das... Dafür brauche ich die Fische. Ich habe jetzt halt gerade keine Fische. Ich könnte die wahrscheinlich sofort easy kaufen. Das wird jetzt nicht das schwierigste Item sein, um es zu bekommen. Aber ich habe es halt gerade einfach nicht. Komm, wir gehen in die Hauptmission. Ich will wissen, wie die Story weitergeht. Auf! Zum Gongolberg. Auch nur mit Link spielbar. Okay. Okay. Nur mit Link spielbar. Nach dem Erscheinen des Ritters, der die Dunkelheit versiegeln sollte, erwachte wieder Hoffnung im Volk. Nur Zelda allein wurde von Unrast und Beklommenheit geplagt. Wie lange sie auch trainierte und forschte,
Ihre Sorgen ließen ihr keine Ruhe. Auf der Suche nach Ablenkung begab sich die Prinzessin mit den Piloten der Titanen auf eine Expedition zur Erforschung einiger ungewöhnlicher Relikte. Zwar blieb ihre Mission ohne Erfolg, doch auf dem Rückweg zu Schloss Hyrule dann... Ein Überfall. Mal was Neues. Nein, wir werden sehen, was passiert. Ich weiß es nicht. Ey, Link sieht doch überhaupt nichts. Ach, das war gar nicht Link, das war ein Soldat. Was soll ich nur tun? Wenn es mir weiterhin nicht gelingt, meine Kräfte zu wecken. Dieses Lied. Süße Träume. Du bist... Feinde im Anmarsch. Ah, war die falsche Taste. Ah, jetzt ist es zu spät. Aua! Na, guck, ich wies hier an, Counter. Ich wies hier an. Ich hab's fast vergessen, aber ich wies hier an, siehst du. Ah, lass mich in Ruhe. So, jetzt einmal in die Richtung der Gegner drehen und dann zack! Dass die mitgenommen werden. Bam! Gib dich zum Ziel. 24 Minuten Zeit. Was zur Hölle? Das ist eine komplette Zeitmission. Ich habe in der... Aber wenn es eine komplette Zeitmission ist, habe ich ja jetzt schon Stress wegen Crocs. Ich meine, guckt euch die Karte an. Ich werde doch niemals hier in der... Also ich werde doch niemals, wenn ich hier Zeitstress habe, die Nerven haben, die Nerven haben und Kroxe. Hä, die tauchen immer wieder neue auf, oder was ist los? Muss ich wirklich einfach nur zum Ziel? Gibt es überhaupt Kroxe, ist die nächste Frage. Hä? Es taucht wirklich einfach immer wieder neue auf. Kann das sein? Ich gehe wieder. Tschüss. Kein Bock auf den Quatsch hier. Man kann hier echt zurücklaufen, ne? Oder kann man hier... Ach so, warte mal. Oh, Geld. Ach, ich bin da unten. Das Ziel ist da, wo der Punkt ist. Ah, okay. Wieso kann ich hier einmal so rumlaufen? Das ist ungewöhnlich. Ah, wenn wir die Vorposten aber erobern, ah, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, wir nehmen mal den Vorposten hier ein. Das ist überhaupt nicht verkehrt. Zack. Dann haben wir nämlich den. Und hier gibt es ordentlich Kohle. Kann ich den Stein kaputt machen? Nein. Schade. Okay. Hier müssen doch jetzt Soldaten eigentlich auftauchen. Wieso tauchen keine Soldaten auf? Weil die doch da sind, die Viecher? Weil eigentlich ist das jetzt unser Vorposten. So, aber der Weg ist jetzt frei, okay. Aber ich habe bisher keinen Croc gesehen. Keine Ahnung, ob ich was übersehen habe oder... Es gibt hier einfach keine. Das Ding ist halt, sobald ich den ersten Croc finde, ist mein Suchinstinkt geweckt. Aber ich will hier eigentlich gar nicht so... Ey, das wäre irgendwie wäre das dumm, wenn es jetzt hier Crocs gäbe. Ganz ehrlich.
Das wäre wirklich dumm. Wann kommt jetzt der Große? Da müsste doch gleich der Große kommen. Da ist er. Friss das! Aber wir erhöhen die ganze Zeit unsere Stufe. Das ist aber auch ganz gut so. Sehr schön hier Sachen geben. Am besten zu viele Waffen, dass ich dann wieder nicht klarkomme. So machen wir das. Nee, ich glaube, ich metzel mich einfach durch und pfeife jetzt mal auf die Box. Keine Ahnung. Ich meine, es gibt so ein paar Stellen. Da kann man dann, glaube ich, mal ein bisschen genauer gucken. So Sackgassen, wenn ich hier so auf die Karte gucke, wie gesagt. Da kann man dann mal ein bisschen genauer gucken. Aber hier ist das halt einfach ein stinknormaler Weg. Jo, es kommen einfach immer welche nach. Was ist das denn? Ich muss einfach weiter, ne? Ist ja gut, dann gehe ich halt einfach weiter. Yo. Also das ist eine Mission, die ist richtig gut zum Trainieren, wenn man trainieren will, glaube ich. Weil du halt einfach ununterbrochen die Viecher wegknallst. So, hier komme ich her, oder? Da oben komme ich her, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich eine reine Durchlaufmission. Ich meine, dann ist sie auch cool. Aber da jetzt unter Zeitdruck Krog suchen wäre nicht so cool. Nein, wir lassen das mal. Vielleicht sehe ich zufällig einen, aber ansonsten laufe ich einfach durch, so gut ich kann. Und versuche hier einzunehmen, was ich kann. Eins mehr eingenommen. Gebt mir all euer Geld. Mehr Geld. Wir brauchen Geld. So, das ist ein absolutes Metzelfest hier. Alles ist gut so. Genauso muss das. So, gehen wir mal hier runter. Gleich ist nämlich A auch wieder aufgeladen. Aber mit A würde ich halt eher in die nächste Dings reingehen wollen. Und nicht in irgendeine kleine Horde. Ah, guck mal da zum Beispiel. Das können wir mit A machen. Hier, zack. Dann hat sich der Feuermagus auch gleich erledigt. Und hier können wir gleich wieder reingehen. Und die nächste. Sehr schön. Zack. Rums. So. Auch eingenommen. Alter, wie viele! Wie schnell sich das A da auflädt einfach. Holy shit. Das ist schon sick. Also kann man nicht anders sagen. Das ist voll die coole Mission. Man metzelt sich einfach nur wild durch. Zack.
Adieu, mein Freund. Naja, wir sind keine Freunde, aber ist egal. So, ist hier unten noch was Spannendes? Vielleicht ein Krog? Nee, ich darf nicht an den Strand, okay. Geh ich halt nicht an den Strand. Okay. Hab ich vor. So, ist schon ein großer da? Nee, doch da. Dann kann ich ja den machen jetzt. Mein Vorposten. Auf geht's. Geht mal alle schwimmen. Ich meine, ihr seid doch Exalfoss. Ihr geht doch gerne schwimmen, ne? Oh, Moblin. Komm. Okay, jetzt muss ich den so drehen, dass ich gleichzeitig den mitnehme. Ich hoffe, ich erwische ihn. Ja, naja. So ein bisschen. Hätte besser laufen können. Das schon eher. Das ist schon eher, was ich gesucht habe. Zack. Adios. So, unterstütze die Hauptmänner. Ja, würde ich gerne. Ich muss nur kurz hier gucken. Hier ist eine Truhe, die möchte ich gerne mitnehmen. Maxi-Barsch mal 10. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Ah, die Hauptmänner sind da drüben. Okay. Bin schon auf dem Weg, Guys. Zack. Hä? Treffe ich die doch gar nicht? Wollte doch schon mal aufräumen. Kommt noch gar nicht hin anscheinend. Okay, na gut. Jo, das sind schon wieder drei Millionen Viecher. Falsche Taste, richtige Taste. Go! Weg so soll es sein. Also ich frage mich aber, wenn das der Weg zu Schloss Hyrule ist, wie sind die hierher gekommen? Also wie sind die von Hyrule, ne? Das ist so ein bisschen... Wurde in der Zwischenzeit das hier alles aufgebaut? War das damals leer? Warum gehen wir jetzt diesen Weg? Warum gehen wir nicht andersrum? Warum gehen wir nicht einfach, wie wir gekommen sind? Warum müssen wir jetzt alles kompliziert machen? Oh mein Gott. Hilfe! So viele! Wie treffe ich die überhaupt? Irgendwie schon so ein bisschen. Aber der eine kommt einfach nicht durch den Stein durch. Kann das? Lächerlich. Ich kann hier durchlaufen. Er sagt das doch. Ja! Okay.
Okay, Stufe erhöht, ab dafür. Sehr gut. Jetzt Bomben! Wieso gerade eben? Oh, ey. Das wird doch veralbern. Komm runter da jetzt! Mistvieh. Aua. Rums. Einmal hier durch. Ist hier irgendwas Spannendes? Ja, eine Truhe. Nice. Soldatenbogen. So, okay. Jetzt ist er nicht mehr allzu weit, ne? Wir haben ja schon fast die ganze... Aber guck mal, wir haben ein großes Stück haben wir einfach ausgelassen. Und zwar... hier... Den ganzen unteren Teil, da habe ich nicht gemacht, oder? Ach Mist. Ich hoffe, da war nichts Wichtiges. Aber es scheint jetzt nicht irgendwo Sachen zu geben, die man nirgendwo sonst findet. Also auch Crocs sind ja mehr oder weniger überall so ein bisschen. Yo, Moment, was? Jetzt sind die Dinger wieder hier. Ich weiß ja nicht, wie ich das finden soll. Ja, wie viel? Okay. Haben wir es jetzt phantomtechnisch? Nein, immer noch nicht. Aber ist jetzt phantomtechnisch? Eieiei. Okay, warte, den räume ich erstmal ab hier. Gott, wenn hier Steine sind, kommt nicht, bitte nicht gleich so ein Steinviech. Da hätte ich jetzt weniger Lust drauf. Aber mit einem Blitzmoblin bin ich einverstanden. Eispyromagus. Könnte ja einfach mit Feuer jetzt entgegenkommen, aber ich meine, der ist auch so gleich weg. Aua. Zack. So, alles unseres, alles unser Gebiet hier. Okay, jetzt muss ich aber kurz einmal den Weg außenrum zurückgehen. So viel Zeit muss sein. Wir haben es ja eh gleich geschafft. Ich muss hier einmal außenrum gucken, was hier noch war. Ich glaube, es war einfach ein Alternativweg, kann das sein? Da scheint überhaupt nichts gewesen zu sein. Nee. Nee, das war einfach ein Alternativweg. Ah, eine Truhe. Okay. Mit Geld. Ich habe nichts gesagt. Gut, dass wir zurück sind. Gut, dass wir einmal zurück sind. Okay. Yeah.
Ja, ich sehe das, Zelda, wie du deine Pflicht erfüllst. Auf geht's. Jetzt einfach nur durch die Brücke. Einfach nur durch die Brücke durch, wollte ich sagen. Beziehungsweise über die Brücke drüber. So. Oh, da wird es aber nochmal ordentlich. Ah, jetzt gibt es richtig Blitzkrise hier. Okay, die kriegen beide auf die Mütze damit. Schwupps! Und dann machen wir hier noch einen Schmetterangriff draus. Oh ne, der ist schon kaputt. Es gibt keinen Schmetterangriff mehr. Hier gibt es auch keinen mehr. Okay. So. Okay, wir können hier einfach weiterlaufen. Wir können einfach weiterlaufen. Hier haben wir alles gemacht. Hier haben wir alles gemacht. Sehr schön. Jetzt geht's hier zum... Okay. Oh mein Gott. Zwei Stück. Ah, ich kann den antriggern. Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Oh, schade. Es reicht nicht, zum Ziel zu laufen. Das ist ja doof. Na gut, es sind ja normale Ivaroks. Also eigentlich nicht jetzt das Problem. Erledigen wir erst einen, dann erledigen wir den anderen. Zack! Die halten ja echt nicht viel aus. Das war dumm. Aua! Ich hab da eine Idee. Mal gucken, ob das hinhaut. Oha, der hat sich aber schnell wieder befreit. Das war nicht, was ich wüsste. Oh, nice! Zeig mir deine Schwachstelle. Jawohl, so ist es gut. So ist es gut. So ist es gut. War zwar nicht ganz mein Plan, aber war auch nicht verkehrt. War auch nicht so dumm. Ich wollte nämlich den anderen mit dem... Aber das Ding ist halt... Aufsteigen! Ja, schade, den erledige ich jetzt, bevor ich... Ja, okay. Ich wollte mit einem Schmetterangriff den anderen dann mitnehmen. Aber so geht's auch. Zack! Aufsteigen! Das ist nicht aufsteigen. Du sollst hoch, Mensch! Und jetzt gibt's noch einen Schmetterangriff ins Gesicht. Und tschüss! Ausgezeichnet! Und das war die Mission. Sehr cool! Aber wir haben so viele Waffen bekommen. Ich hoffe, die waren auch für andere und nicht nur für mich, weil sonst ist mein Platz doch wieder richtig voll jetzt. Wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Ah, ich glaube, ich kann das alles tragen? Fragezeichen. Nein, wie viel muss ich abgeben? Zwei Waffen. Was verkaufen wir denn geschwind? Irgendwas Kacke, irgendwas Schlechtes. Die helle Bade da kann weg. Verrosteter Blödsinn. So. Nee, ich will nicht sortieren. Ich will das weghaben. Das weg. Und verrostetes Schwert. Was will ich denn mit dem verrosteten Quatsch? Weg damit. So. Okay. 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 Honigbonbon-Rezept. Wir haben noch nie Rezepte eingesetzt. Brauche ich aber auch aktuell nicht. Link, stetig wächst deine Kraft. Die meine hingegen
Ist es das, was du gerade denkst? In jüngster Zeit erscheinen immer mehr Monster. Das heißt wohl, dass die Verheerung naht. Die Zeit läuft uns davon. Doch noch immer kein Anzeichen meiner Kraft. Prinzessin. Da musst du noch 100 Jahre warten. Sorry. Denkst du nicht, dass es ein Fehlschluss ist, dich voller Ungeduld mit Link zu vergleichen? Er ist noch immer derselbe, der er war, bevor er dieses Schwert aufnahm. Er ist bereit, sich allem zu stellen, dem er gewachsen sein mag. An etwas anderes verschwendet er keinen Gedanken. Diesbezüglich ist er genauso wie du. Schließlich hast du auch niemals aufgegeben. Dennoch, ich habe... Der Deku-Baum sagte doch, du sollst dir nicht länger Sorgen machen. Weißt du, du machst überhaupt nichts verkehrt. Vertraue auf dich. Ich danke dir, Urbosa. Die Piloten der vier Titanen und der Ritter, der für die Niederschlagung der Verheerung unabdingbar war. Auf König Rohams Geheiß versammelten sich die fünf bei einer feierlichen Zeremonie und wurden allesamt zu Recken ernannt. Unter dem Jubel des Volkes endete die Zeremonie und den Recken ward ein kurzer Augenblick der Ruhe gegönnt. Oh, kommt jetzt das Foto? Hiermit sollten wir endlich für die Versiegelung der Verheerung bereit sein. Wir haben doch jetzt alle die blauen Gewänder, ne? Ja! Hab ich dann jetzt auch endlich das blaue Zeug? Es gibt gar keinen Zweifel. An eurer Seite der Ritter, der mutig die Dunkelheit versiegelt, dann die vier Recken. Hey, sei doch endlich mal still. Anders als du ist die Prinzessin sehr beschäftigt. Also gut. Wenn du die Prinzessin so sehr magst, dann mach dich endlich nützlich. Ihr beiden, bitte keinen Streit. Die Güte der Prinzessin auszunutzen. Was für ein egoistischer kleiner Wächter. Sag, Daruk, worüber wir neulich sprachen. Oh, du wolltest mit mir zusammen trainieren. Ich bin allzeit bereit. Vielen Dank. Weißt du, ich möchte stärker werden. Und dann mit ihm. Oh je, ich hab nichts gesagt. Weg von mir. Lass mich in Ruhe. Such dir einen anderen Streithahn. Hör sofort damit auf. Geh weg von mir! Welch eine Plage! Ach ja, ein Foto. Aber das Foto, die Fotoszene sieht man ja in Breath of the Wild. So. Da gibt es ja auch schon eine schöne Szene. Na, nachdem die diese Zeremonie hatten. Man müsste jetzt müsste man eigentlich das hintereinander schneiden, so, ne? Die Szenen aus Breath of the Wild, wie die Zeremonie stattfand, und dann das hier. Das passt eigentlich ganz gut hinten. Ach, du Schande! Eine große Mission und wieder Millionen kleine freigeschaltet. Oh mein Gott. Oh, die Akala-Festung. Oh mein... Oh, nice. Die Akala-Festung. Okay, das ist die nächste große Mission. Die ja leider auch der Fehero zum Opfer fällt. Aber erstmal wird sie zurückerobert. Oh, das wird eine Grin... Oh, das wird großartig. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber
Trotzdem werden wir nächstes Mal erstmal wieder sämtliche andere Sachen uns angucken müssen. Ich meine, wenn ich das nicht mache, ich verliere komplett den Überblick. Wenn ich hier alles, ne, stell dich mal vor, hier wäre alles noch gelb. So, das hätten wir nie gemacht. Das wäre ja furchtbar. Nein, ich muss immer nach einer großen Mission erstmal die ganzen kleinen Missionen machen. Daran müsst ihr euch gewöhnen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.